Watch Party starten. Hört jetzt zu. Wunderschönen guten Tag, guten Abend, zu welcher Uhrzeit ihr das Ganze euch auch reinzwirbelt. Und zwar geht es heute um das Thema, wie ihr im Titel lesen könnt, Watch Parties. Ich war auf jeden Fall baff, ehrlich gesagt, als ich das gestern gelesen habe. So, ich fand's ein krasses Feature so. Amazon Prime und Twitch, wie soll es anders sein? Man kann nun Amazon Prime Content auf Twitch schauen. Bedeutet, wenn ihr ein Streamer seid, könnt ihr euch zu Hause hinflacken, euren Stream anmachen und mit eurer Community gemeinsam jegliche Dokus, Serien, Videos, Komödien, was auch immer, zusammen gemeinsam euch reinzwirbeln. Ich habe das vorhin mal testmäßig gestartet. Gibt noch ein, zwei Dinger, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es bei mir noch nicht geklappt hat, aber, und zwar folgendermaßen, wie ihr seht, steht hier in eurem Creator Dashboard Stream Manager auf Twitch, in Twitch, Watch Party, starten. Wenn man hier reingeht und man nimmt zum Beispiel jetzt ich gebe mal Doku ein, wir geben mal irgendwas ein. Ist jetzt egal, was wir da auswählen, Titel auswählen. Aha, sagt er uns, dein Stream muss live sein, damit du eine Watchparty starten kannst. Für alle sei noch gesagt, wenn man das startet in seinem Stream, können das nur Leute schauen, die auch Amazon Prime besitzen oder Prime Video. Für alle anderen wird einfach nur eure Kamera angezeigt. Und nächste Sache ist, das Ganze geht aktuell, wer weiß, wann sich das ändert oder wie schnell sich das ändert, nur auf Browser, aka Rechner, nicht auf mobilen Geräten. Bedeutet, wenn man das Handy nimmt und sich das reinzwirbeln will, dann steht dort hier, boom, bang, nicht auf mobilen Geräten verfügbar. Geh ab an Rechner, hock dich an Browser und ab geht das. Folgendermaßen, ich habe dann in OBS Stream starten gedrückt, somit bekommen alle natürlich erstmal nur das Kamerabild auf der Twitch-Oberfläche. Am Ende sehen die Zuschauer den Prime-Video-Ausschnitt, rechts oben ganz klein die Kamera und darunter den Stream-Chat. Ganz wichtig, die Kamera umfasst alles, was man auch bei euch in OBS sieht. Somit natürlich am allerbesten, wenn ihr eure Kamera auf Vollbild macht und dann das Ganze erst startet. Wir versuchen das Ganze natürlich jetzt mal während der Aufnahme hier zu starten. Damit gehe ich in OBS auf Stream starten. Ich will euch einfach mal zeigen, wie das in der Oberfläche aussieht. Vor allem, ich sehe hier in meinem Stream Manager auch nur meine komplette Kamera. So, Stream ist online. Jetzt ist der Stream live. Watch Party starten. Titel auswählen. So, jetzt habt ihr unten gesehen, Watch Party starten. Jetzt funktioniert das Ganze. Man klickt hier auf Watch Party starten. Die Sache ist, so sehe ich das in meinem Stream Manager. Aber wenn ich jetzt direkt auf meinen Kanal gehe, seht ihr gleich, wie man das im Ganzen sieht. Rechts oben ist meine Kamera. Wenn wir jetzt hier auf Anschauen klicken, seht ihr hier, hol dir ein paar Snacks und mach es dir gemütlich. Die Watch Party geht in. Es läuft ein Countdown ab und los geht die ganze Sache. So sieht man das Ganze. Hier läuft dann der Amazon Prime Film oder Serie. Hier oben habt ihr die Kamera, hier den Chat. Jetzt ist bei mir nur ein Bug oder ich weiß nicht, an was es liegt. Eigentlich kann man das Ganze hier unten irgendwo beenden. Funktioniert bei mir nicht. Also müssen wir den Stream wieder ausmachen, damit es beendet ist. Ich weiß nicht, ob es am Browser liegt, an was es liegt. Aber das einfach mal nur als kleine Zusammenfassung. Falls es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es in die Videokommentare. Falls ihr wisst, wie hier unten dieses Element oder diese Funktion am Start ist, dass man das Ganze auch wieder beenden kann, schreibt mir doch auch in die Kommentare. Ich habe Chrome. Ich habe gehört, mit Chrome funktioniert's. In diesem Sinne. Ich bin gespannt, was es da für Aktionen gibt auf den ganzen Kanälen. Ich denke, man kann diese Funktion sehr nice einsetzen. Bleibt gesund, seid lieb und bis ganz bald. Ahoi.